Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem kleinen Let's Play zu Hearthstone, der Fluch von Naxxramas. Naxxramas. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Egal, auf jeden Fall ist ja jetzt die kleine Erweiterung, die jetzt dazugekommen ist, wo man jetzt weitere Karten freischalten kann. Und ich dachte mir, wir machen das einfach mal zusammen. Also die es interessiert, ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal Hearthstone gespielt habe, aber ein paar sind vielleicht noch da, die da Bock haben mit zuzugucken. Die es nicht interessiert, die haben jetzt wahrscheinlich eh schon wieder weggeklickt. Also, ne, legen wir einfach mal los. Ich gehe auf Wählen. Und ja, das jetzt alles erklären, ihr wisst wahrscheinlich dann auch, wie das abläuft hier. Also jede Woche wird jetzt ein Viertel freigeschaltet und man tritt halt gegen NPC-Bosse aus der Warcraft-Welt an. Und wenn man sie besiegt, kann man dann halt weitere neue Karten freischalten. Hier mal so ein kleiner Überblick, was man jetzt hier in diesem Viertel bekommen kann. So, leg mal los, ich klicke einfach mal hier drauf und ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, dahingehend, dass ich da jetzt das erste Mal drauf klicke. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay. Okay. Arno Brekan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Alles klar, dann trinken wir mal ein und legen uns mal mit dem guten Kollegen hier an. Auf jeden Fall. Wählen. So. Schön, jetzt sind wir mal bei den ganzen Decks hier. Ich würde mein Murloc Hex Deck nehmen. Das ist zwar super lame, das ist einfach so eine Synergie zwischen den frühen, billigen Dienern vom Hexer und halt Murlocs. Aber vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Ich muss einfach mal nehmen und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, ich würde es halt jetzt so oder so spielen und ja, ist jetzt einfach so wirklich mal, weiß ich nicht, ohne Vorbereitung. Let's play. Guldan gegen Anu Brekan. Boah. Willkommen in meinem Reich. So gut. Junge Priesterin können wir an sich behalten. Den würde ich erstmal wegmachen. Wenn ich den auch wegmachen, oder will ich den behalten? Ich wollte fast sagen, wir behalten den auch. Machen wir einfach mal so. Wobei ich ihn halt immer sehr, sehr ungern in der ersten Runde spiele. Ich habe auch keine Ahnung, was der kann hier. Guckt mal, Leute, die ganze Arena sieht auch anders aus. Kann man das kaputt machen? Nee. Ey, das ist witzig. Was kann der denn? Beschwört ein Neruba 3-1. Alter Schwede, das ist heftig. Aber sehr gut, Murloc Zeitenrufe haben wir bekommen. Dann spielen wir die als erstes, würde ich sagen. Quatsch. Und jedes Mal, wenn wir jetzt Murloc spielen, kriegt er bloß einen Angriff dazu. Das heißt, wenn wir die hier spielen, hätte der dann schon 3-2, wenn er denn überlebt. Geisterhafter Krabbler. Ruft zwei spektrale Spinnen 1-1 herbei, wenn er stirbt. Okay. Das ist nicht ganz so cool, wenn wir die spielen und die dann töten sollten. Dann kann der auch die restlichen Murlocs dann killen. Ich werde wahrscheinlich... Wir spielen erstmal Schildträger. Und die Priesterin. Ich denke, das ist die beste Idee. So. Und den werde ich einfach ignorieren. Dum 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 dum. Ja, also es ist wirklich ein reines Rush-Deck. Ne? Es sind halt super viele 1er, 2er, 3 Mana-Punkt-Diener drin. Ne? Und ist wirklich darauf aufgebaut, den Gegner schnell down zu machen. Viele finden das lame, ich find's witzig. So. Die lohnt sich überhaupt noch nicht, die auch nicht. Ich würde, doch die beiden würde ich jetzt hier einfach spielen. Dann hätten wir hier schon mal eine 3-3er. Und können gleich nochmal Spott aufbauen. Es wäre auch eine Überlegung, wer die jetzt hier rauszuhauen, weil dann hätten alle Murlocs plus 2 Leben. Ah, Nikita ist nicht so ohne. Ja. Ist eine Weile her, dass ich Hearthstone jetzt mal gespielt habe. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So. Könnten jetzt auch hier drauf gehen, aber nö. Wir gehen einfach auf den Gegner. Straightforward. Muss es ja nicht unnötig in die Länge ziehen hier. Aber es ist ja auch wirklich der allererste. Also der wird höchstwahrscheinlich noch gut schaffbar sein. Ah, den Schwierigkeitsgrad, den kann man ja dann auch noch weiter erhöhen. Und dann kann man auch noch ein paar mehr Karten freischalten irgendwie. So gut. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Verstohlenheit. Erhält zu Beginn eures Zuges 1 plus 1. Okay. Auch interessant. Ich glaube, die kann man... Kann man die überhaupt freischalten? Ich guck mal gerade. Nee, die kann man nicht freischalten. Doch, die kann man freischalten. Die gibt's. Also die kann man auch bekommen dann später. Und die hier, ich habe mir extra die Liste mal aufgemacht. Die aber nicht. Oder? Ich sehe sie zumindest gerade nicht in meiner Auflistung. Kann sein, dass man doch, ich glaube, die kann man auch kriegen. Die haben ja vorhin gesehen, wo ich hier die Belohnung gezeigt hatte. So gut, gehen wir weiter ins Gesicht. Ja, das ist wirklich noch ziemlich billig. Außer es passiert nur irgendeine große Überraschung. Ich weiß es nicht. Und da macht mir jetzt auch die 3-3er keine große Angst.
Aber wie gesagt, ne, das wird ja immer schwerer und schwerer und schwerer. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen damit. So. Dum-dum-dum. Will ich noch eine Karte? Nö, wir werden dann einfach die noch danach raushauen. Was macht die denn hier überhaupt? Todesrächeln. Lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Okay. So, weiter ins Gesicht. Nö, weiter drauf einfach. Und dann dürfte das eigentlich nächste Runde schon GG sein. Dann können wir direkt weitermachen. Alter, aber super interessant, was es hier für Karten gibt. Ansturm, Todesröcheln, fügt auch dem Helden 3 Schaden zu. Okay, aber er kriegt dann 3 Schaden, wenn das Ding stört. Ein Mana Punkt 2-3. Ich guck mal gerade, ob es die gibt, das Pferd. Also die Spinne gibt's auf jeden Fall, die ist auch hier mit aufgelistet. Aber das Pferd sehe ich nicht. Das Pferd kann man nicht freischalten. So, ja, nö, machen wir jetzt zu Ende. Quatsch. Dum, 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 dum. So. Ah, seht ihr, cool, da haben wir sie schon bekommen. Ist natürlich super geil für ein Hunter-Deck, ne? Cool, also die kann man wahrscheinlich echt gut in ein Hunter-Deck dann einbauen. Muss man mal gucken. So, weiter geht's. So. Haben wir den nächsten Boss? Zerlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Okay, die Großwitwe gebietet über das Achnaridenviertel und lehrt Akolyten, den Meister anzubeten. Okay, na dann. Gucken wir mal. Ich werde wieder mein Murloc Hexhex-Deck nehmen. Ich nehme es einfach jetzt so lange, bis es solange es funktioniert. Dauert auch nicht ganz so lange und ich finde es trotzdem witzig. Über böse Sprüche, okay. Gul'dan gegen Großwitwe Zerlina! Alter! Eure Seele wird sehr, sehr coole Ankündigung auf jeden Fall. So gut, nimm. Die behalten wir auf jeden Fall. Die will ich wohl nicht behalten. Die ist jetzt auch am Anfang nicht so günstig. Mich nervt es auch, dass wir immer als erstes dran sind gerade. Muss ich ehrlich sagen. So, mal gucken, was sie als Heldenfähigkeit hat, die Madame. Dum. Was hat sie denn? Feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab. Really? Okay, also wir müssen wirklich eine Karten loswerden. Das ist ja übel. Ist das Spott oder die hier, ist die Frage. Ich werde als erstes die Sport spielen erstmal. Ja. Aber jetzt kann sie es noch nicht aktivieren. Ne, doch, die hat einen Coin, die könnte das aktivieren. Würde 3 Schaden machen, macht sie aber nicht. Wo ist er für Schaden? Werft eine zufällige Karte ab. Ne. Wir spielen jetzt die. Und die auch gleich noch raus. Wir müssen möglichst schnell Karten loswerden einfach. So, will ich die auch gleich? Ne, die will ich jetzt nicht spielen. Ich meine, sie würde jetzt 2 Schaden machen für 2 Mana-Punkte. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Geschoss einen Schaden macht, alles andere wäre unfair. So. Scheiße. Okay, die ist down. Aber ich meine, hat jetzt eine Karte für eine andere Karte getradet, also ist noch in Ordnung. Und seht, jetzt hat es gerade aktiviert, hat 2 Schaden gemacht. Will ich jetzt wirklich spielen? Wir hätten dann halt hier eine 2-4er, ne? Aber was großartig Besseres fällt mir nicht ein. Die spielen wir total bescheuert, deswegen hauen wir jetzt einfach die hier raus. Die spielt man natürlich lieber, wenn man noch ein paar mehr Murlocs auf dem Feld hat. Aber besser ist nichts. Okay, weiter. 2 Schaden macht sie jetzt wieder. Will sie aber nicht. Cool. Wartet mal, gibt's die auch? Ich guck mal eben. Ja, die kann man auch bekommen, die Karte. Todesröcheln, eurer Gegner zieht eine Karte. Also wir würden eine Karte ziehen, wenn die stirbt. Das ist ja gut, da können wir die killen, dann verlieren wir eine. Wie macht man das? Das eine ist mir ja total bescheuert, das ist ja doof. Also ich glaube, ich werde die erstmal raushauen. So. Und jetzt würde ich die einfach hiermit killen. Dann verlieren wir zwar die Karte, kriegen aber noch eine neue dafür. So ungern ich auch Silence verliere, aber es geht nicht anders. So. Und
dann haben wir die gleich nochmal bekommen, na großartig. Ich könnte jetzt auch noch eine Karte ziehen, aber dann würde sie halt einen Schadenspunkt mehr machen. Ne, ich könnte die aber auch nochmal raushauen gegen hier, das wäre auch eine Option. Ziehe ich noch eine Karte? Boah, das ist echt schwierig, ey. Das ist so eine eklige Heldenfähigkeit. Aber ich denke schon. Da soll sie die zwei Mana-Punkte halt raushauen. Ich habe echt... Nee, ich will mir das aber gegen Viecher aufheben und nicht gegen den Helden. Es wäre auch eine Option, das gegen Helden rauszuhauen. Klar, ich meine, wir haben halt Rush-Deck. Dann hätte ich halt dann keine Karte verloren. Das ist eigentlich das ideale Szenario. Wir haben keine Karten mehr und verlieren dann keine mehr. Machen trotzdem für 0 Mana-Punkte 4 Schaden, ne? Was ja eigentlich super ist. Aber das können wir jetzt auch einfach jetzt machen, hier. Kriegen wir das dann noch voll? Ja, so. So. Aber das reicht noch nicht, oder? 2, 3, 5, 7, 12, 13, 17. Aber fast. Also alles drauf. So, so. So, ja. Meine ziehen. Ich denke, das Ding dürfte durch sein. Ja. Hex, Hex, Murloc Deck. Böse, böse, lame, lame. Aber macht Spaß, Spaß. Pferdchen. Fügt am Helden 3 Schaden zu. Hatten wir die schon mal? Also, die Karte kriegt man auf jeden Fall nicht so, wie es aussieht. Die kriegt man nicht. So gut, ne? Machen wir es mal hier. Schluss. Juhu! Ferlinas Tod ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Na, ja, schauen wir mal. So, was haben wir jetzt hier? Netzfürst für Neruba. Dina mit Kampfschrei kostet 2 mehr. Ah, Dina mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Cool. Auch interessant. Also sind echt interessante Karten jetzt dabei. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen. Also weiß ich nicht, wir können auch gerne irgendwann mal wieder Arena machen, aber das würde ich spätestens frühestens dann machen, wenn alles hier freigeschaltet ist. Davor nicht. So, na gut. Was geht's, ne? Ist eine riesige Spinne. Okay. Die gewaltige Spinnenkönigin brütet endlose Spinnlinge aus, die sich an den Überresten von Eindringlingen laben. Laben. Ist auch zum ersten Mal, glaube ich, das Wort. Jo, Murloc Hex Hex. Los geht's. Sorge für düstere Stimmung. Ah ja, der Humor ist schon ganz gut. Fülle Schleim auf. Dum, 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 dum. Gul'dan gegen Mexner. Mexner. Okay. Seele wird mir gehören. Die hat eine Heldenfähigkeit für 3 Mana-Punkte. So, behalten wir alles gleich, würde ich sagen. Das ist eigentlich ein ziemlich geile Kombo. Auch wenn kein Murloc dabei ist, aber das ist auch nicht so schlimm. Kann man später ankommen. Sieht's denn aus hier? Was hatten die? Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden. Ich hab die Dinger noch gar nicht ausprobiert. Das liegt daran, dass ich nicht online spiele und keine Zeit dafür habe. Weil der Computer so schnell ist. So, wartet mal eben. Lasst einen zufälligen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. What the fuck? Das ist auch gar nicht schlecht. Das ist halt wie hier Schurke. Aber Schurke muss 2 Mana-Punkte zahlen, aber es ist halt eine Karte und das ist eine Heldenfähigkeit. Das ist jetzt schon ziemlich, ziemlich krass. Aber es ist gut für uns, weil wir haben ziemlich viele niedrige Diener. So gut, legen wir los. Ne, genug umgequatscht. Jetzt erst das, ne, würde ich sagen. Ja, klar. Wobei es natürlich jetzt von ihm, nee, kann er ja nicht machen, geht erst ab 3 Mana-Punkte. Und die kostet auch nur 1, das wäre ja Verschwendung. So, die schon wieder. Ja. Hm. Und Attacke. Nee, ich hau mal nicht raus. So, 3-3. Und wieder geisterhafter Krabbler. Also die kann wirklich bei Murloc sehr, sehr nett sein. So, die ist auch cool, aber erst wenn man mehrere Murlocs auf dem Feld hat. Die werde ich wieder ignorieren. Also weiter auf die, aufs Gesicht gehen. Ich überlege nur gerade, ob ich jetzt die spielen will oder lieber eine Karte ziehe oder die direkt schon spiele. Ach klar, warum nicht? So. Das macht sogar mehr Sinn, weil dann können wir nächste Runde die spielen und dann hätten wir hier eine 4-2er. Würde daraus instant wären.
So, fertig. 3, 4. Huch, jetzt habe ich die weggeklickt. Was hat der gemacht? 2 Mana-Punkte, vernichtet einen Diener. Really? Über. Na naja, gut, so, das ist doof, dass die jetzt weg ist. Hey, die KI ist gar nicht schlecht, das ärgert mich. Muss ich jetzt eigentlich noch nicht unbedingt spielen. Ich ziehe, glaube ich, eine Karte, das würde mir am besten gefallen. Okay. Können wir dann später vielleicht ganz gut einsetzen? Können wir dann hier reinsetzen oder so? Ja, dann spielen wir halt noch den Murloc. So. Und weiter ins Gesicht rein. So, 13 Leben nur noch. Fertig. 2-2. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Dum-dum-dum-dum. Schlickspucker. Jetzt wird 2-1-1er noch da. Ich würde gerne gucken, was die hat. Spott. Okay, also müssen wir Todesröcheln. Ruft einen Schleim 1-2 mit Spott herbei. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Können wir die schon killen? Die können wir nicht, aber wir können das auf jeden Fall ziemlich easy wegbekommen. Was kommt dann von Spottvieh? 1-2. Ja, wir müssen so oder so dran vorbei. Also. Erstmal hier mit drauf. Und jetzt ganz kurz wegen der Reihenfolge überlegen. Dann würde ich die verlieren. Ich spiele erstmal die. Weil ich würde ja lieber wahrscheinlich die behalten, als die hier zu verlieren. Nee, ich würde die lieber haben, hier oben. Ah, nee, will ich nicht. Ich mach mal so. Jupp, das ist gut. Jetzt, ist halt jetzt die Frage, weil wenn ich die jetzt spiele, dann kann ich die beiden hier verlieren rein theoretisch. Jetzt kann ich hier aber noch die raushauen, wenn ich will. Nö. Ich würde wahrscheinlich lieber die hier behalten und die hier verlieren. Deswegen spiele ich jetzt Seelenfeuer auf den. So, okay, wir haben die trotzdem behalten. Ja, wenn wir einmal alles haben, dann können wir es auch gleich raushauen hier. So. Dann gehst du hier drauf. Und ihr geht jetzt hier ins Gesicht rein. So. Ach, ich denke das. Das sieht gut aus hier. Das war nicht so clever. Das war nicht so clever, Max, na? Aber jetzt kann ich ja nochmal den Kampfschrei würgen. Das finde ich gut auf jeden Fall. Dann spielen wir die erstmal. Ich überlege nur, was welche wollen wir dann taunt machen. Wahrscheinlich. Nö, ich würde einfach die nochmal verstärken hier. Ach, wir haben es da eh gewonnen. Egal, bringen wir es zu Ende. So, was mache ich mir hier großartig Gedanken? Juhu! Endboss gekillt. Naja, das ist ja wirklich noch leicht. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, sterblicher Winzling. Jup. So, was haben wir bekommen? Ne, rubiges Ei. Todesrechnen ruft ein. Ne, Ruber 4-4 herbei. Für 2 Mana-Punkte. Also damit kann man wirklich geile Sachen machen. Das sind ziemlich geile Karre. Sobald man irgendwas hat, um der erstmal irgendwie Schaden zuzufügen oder dass ich selber Schaden bekommen kann, kann die ziemlich nett sein. Cool. Aber die Legendary haben wir noch nicht bekommen, also wir müssen irgendwie weitermachen, so wie es aussieht. Oder? Ah, Achnaridenviertel abgeschlossen. Belohnung. Glaubt, diese Karte wird euch helfen? Dann täuscht ihr euch gewaltig. Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. 6 Mana-Punkte, 2-8. Wildtier. Also auch wir für Hunter nochmal ein bisschen bessere Synergie. Na klar, wir haben jetzt ja einfach den Endboss bekommen, den wir besiegt haben. Aber cool, wir haben eine Legendary bekommen. So, jetzt haben wir Klassenausforderungen freigeschaltet. Druide und Schurke. Außerdem ist jetzt das extrem schwierige, heroische Achnaridenviertel verfügbar. Gut, aber ich habe ja schon alle Karten, so wie es aussieht, oder? Warte mal, eben gehen wir zurück. Herausforderung. Steht hier irgendwas? Dum. Bei neuen Naxxramas-Bossen wird nach eurem Sieg im normalen Modus eine Klassenherausforderung freigeschaltet. Haltet für jede gemeisterte Herausforderung eine Karte. Ach komm, lass mal gleich noch eine machen hier. Kann ich mal eben gucken, was man da kriegt? Auf ein neues. Schafft ihr es, mit einem besonderen Druidendeck diesen Boss zu besiegen, bezwingt ihn und erhaltet eine Druidenkarte.
Halt eine Schurkenkarre. Ah, okay. Ja, aber die... Ah nee, das sind auch andere Karten, Leute. Vernichtet alle Diener und ruft für jeden einen Trian 2-2 als Ersatz herbei. Die Frage ist jetzt, ob ich mein eigenes Deck hier benutzen darf vom Schurke oder ob die mir eins zuweisen. Wir probieren es einfach mal aus, okay? Ich klicke mal hier auf Spielen. Nee, ich kriege jetzt hier einen zugewiesen, Leute. Ersatz Spinnenweben. Aber cool, immerhin haben wir schon mal, aber das war wirklich jetzt nicht so schwer, aber das mit dem Deck, das war ja auch, aber ja, was soll's. Yeah. Meine Akolyten gehorchen mir bedingungslos. Ich muss die Wildnis schützen. Cool, jetzt haben wir ja total verrückte Sachen hier noch drin, das ist ja witzig. Geisterhafter Krabbler. Ja, das wissen wir mittlerweile. Prankenkieb, will ich den behalten? Nee, erstmal nicht. Echo-Schlamm beschwört am Ende des Tours eine exakte Kopie des Dieners. Naja, wenn dann jetzt, ne? Behalten wir die beiden mal. Sehen, was wir noch kriegen. Giftsamen. Vernichtet alle Diener und rufe jeden einen Trian 2-2 als Ersatz dabei. Das ist ja die, die wir hier auch freischalten können. Für unseren Druiden dann. So, fertig. Ja, ziemlich undankbar der Anfang. Und wieder Todesstreit raus. Alter! Wie krank ist das denn? Das ist wirklich übel. Hocker, okay. Nee, ich würde jetzt erstmal einen Krabbler spielen, den Echo-Schlamm jetzt rauszuhauen macht. Ach, das ist ein Kampfschrei. Also halten wir dann 2-1-2er sozusagen. Das bringt mir überhaupt nichts, Leute. Aber die bringt mir auch einen Scheiß. Mit hier raus. Und das Problem ist auch, die kann jetzt für 2 Mana-Punkte. Okay, die macht gar nichts. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. 2-2 und Spott. Ne, ich beam mal noch den Echo-Schlamm jetzt raus hier. Oder? Nee, das ist gar nicht so schlecht. Da hätten wir hier eine 3-4er. Die könnte dann vielleicht mit beiden traden, aber dann macht die halt ihre komische Fähigkeit. Dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Aber was Besseres fällt mir nicht ein. So. Nein, ich habe vergessen anzugreifen! Verdammten stehen bereit. Okay, ist nicht so schlimm. Er hat beide trotzdem noch getradet. Da wäre das gleiche passiert. Also nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Todesrecht verleiht einem zufälligen befreundeten Diener plus 3 Leben. Okay, den muss ich schnell töten, solange keiner am Feld ist. Giftsamen. Das ist jetzt eigentlich ein ziemlich... Ja, wir würden halt 2-2-2er bekommen. Wir können auch mit Prankengib den schnell töten. Ich glaube, das sollte ich erstmal machen. Weil ich nicht möchte, dass er so ein Diener spielt, dann stirbt er, dann kriegt er 3 Leben. Das wäre kacke. Also. So. Und jetzt drauf. Das ist aber eine witzige Idee auf jeden Fall. Ja, ich konnte ja gar nichts machen bis dahin. Schon wieder Prankenhieb. Wir müssen echt jetzt mal Karten hier loswerden. Die ist jetzt gut auf jeden Fall. Und hier werde ich auch noch gleich... Wir machen mal eine 3-2er draus, ne? Die sieht voll witzig aus, guck mal. Aber nur einmal oder immer wieder? Das würde mich mal interessieren. Nee, das ist ja ein Kampfschrei, also wird es nur einmal einen Diener hervorrufen. Ich muss die Karte hier noch loswerden, weil sonst haut die uns dann wieder 4 Schaden raus. Das wollen wir nicht. Also 3-2 und 1-1 ist jetzt hier zu machen, macht nicht wirklich viel Sinn. Das ist ja witzig. So, okay, alles klar, also ein Kampfschrei wird nur einmal gemacht. Bin ich der benachbarte Diener? Okay. Nein, Prankenhieb. Hocker werde ich jetzt wahrscheinlich spielen, dass wir eine Spottkarte bekommen. Die macht jetzt auch noch nicht so viel Sinn. Wobei, vernichtet alle Diener. Ne? Alle. Wie ist denn das dann? Der Trean, der arbeitet dann aber für ihn hier wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. Ich bin aber erstmal ein Hocker, dass wir eine 2-2 Spott noch bekommen. So. Und jetzt einfach Attacke wieder aufs Gesicht.
Weil den will ich ja da lassen. Ne? Das Todesrechnen, das ist ja gut für uns. Mit der Spott sind wir vielleicht sogar noch ein bisschen geschützt. Werden wir ja gleich sehen. Ach du Scheiße. Okay, damit kann ich leben. Aber Gegner zieht eine Karte. Ich glaube, jetzt langsam ist es an der Zeit, das zu spielen. Ja, wir haben halt noch immer den Hocker da. Vielleicht haben die noch 4 Angriff oder 4 Leben und Spott. Ich sollte jetzt die hier attackieren einfach. Dann ist die hier auch tot. Und wir ziehen die Karte. Ich könnte auch einfach Prankenhieb spielen, dann wäre die auch down. Einfach Prankenhieb spielen, würde ich sagen. So. Die ist auch down und wir kriegen noch eine Karte. Was haben wir? Schätze Beginn eures Zuges, das volle Leben des Dieners wieder her. Dieses Dieners wieder her. Das ist ja auch witzig. Ich überlege, ob ich die spielen will und im Anschluss dann daraus einen Spott mache und dann geht das Leben immer wieder voll. Eigentlich wollte ich hieraus einen Spott machen. Dann probieren wir es einfach mal. Oder kriege ich die schon down? Wartet mal eben. Oh, hätte ich die... Wisst ihr was? Ich hätte die schon killen können, glaube ich. 7, 8. 12. Ich hätte die schon killen können. Ich trottel. Na egal, machen wir es nächste Runde. Machen wir es jetzt ordentlich. Ich mache jetzt hieraus einen Spott erstmal. Da kann nicht so viel schief gehen. Moment. Aber ich hätte die diese Runde schon platt machen können. Nehme ich hier auf Prankenhieb. Mache und dann der noch plus 4 Angriff gebe. Habe ich jetzt leider ein bisschen verpeilt. Aber kann passieren. So, wieder ein 2-2, ja? Naja, okay, aber das soll es jetzt gewesen sein, oder? Okay, GG. So, haben wir seit einer Runde noch in die Länge gezogen, was soll's. So. Bla bla bla. So, das hätten wir auch. Nicht, ne? Schade, dass ich jetzt nicht ausprobiert habe. Aber ich denke einfach mal, laut Beschreibung ist es auch so, dass die Diener, die der Gegner auf dem Feld hat, daraus werden auch Triant, die ihr aber dann steuern kann. Auf jeden Fall sehr interessant. Die Karte. Sehr, sehr interessant. So, dann mache ich mal das mit dem Schurken auch noch schnell. Wenn wir freuen, Diener werden zurückkehren. Wenn er stirbt, ne? Aber 4 Mana-Punkte 5-5 ist ziemlich krass. Man muss überlegen, der Jedi ist einer der stärksten Karten, die es gibt. Und der macht dann 4 Mana-Punkte 4-5. Ja, das ist schon ganz nett. So, Schurke noch. Das Team ist auf jeden Fall noch durch. Blase Kerzen aus. Mal sehen, was wir für Karten noch bekommen. Das ist ja vor allem das Interessante jetzt hier an der Stelle. Jetzt haben wir den hier so, gell? So, die behalten wir definitiv. Die mache ich mal weg. Mal sehen, was wir noch so kriegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Geht so. Die jetzt am Anfang spielen mag ich eigentlich auch nicht so sonderlich gerne. Nee, die jetzt am Anfang spielen ist total doof. Das macht keinen Sinn. Okay. Naja, die ignoriere ich einfach wieder. Die will ich jetzt auch nicht spielen, wir machen einfach Waffe. So, nächste Runde spiele ich dann Elfenbogenschützin. Und den hier. War zumindest mein Plan gewesen. Wir müssen die jetzt irgendwie down bekommen. Ah, das geht man ja auch hin. Wunderbar. Also, bam, bam. Dann hier drauf. Jetzt spielen wir den hier noch. So. Das ist ein bisschen blöd, weil die Spinne kann jetzt den und den hier killen. Aber ich kann es nicht ändern. Auf die Hand zurückkehren lassen. Die spielt sie auf keinen Fall wegen der hier. Könnte es in beides reinhauen, das wäre ja blöd irgendwie. Nee, ich trade erstmal. So. Wir können die auch wieder zurückholen.
nochmal spielen. Ja, machen wir mal. So, einmal drauf. Dann reicht einer von beiden, um die hier down zu machen. Und fertig. Gefällt mir am besten. So, der hat dann wieder volles Leben, ne? Ja. Okay. Könnten jetzt auch die spielen. Auf die hier. Also machen wir das mal. So. Du gehst hier drauf. Der überlebt das ja auch. Ach nee, da vernichtet ja ein Diener. Ich trottel. Ich dachte, der macht nur zwei Schaden. Da habe ich wieder gepennt. Machst es aber trotzdem, oder? Ja klar. Jetzt wird er wieder hochgeheilt. Da habe ich etwas geschlafen, Leute. Aber egal, ging das auch so irgendwie hin, denke ich. Die schon wieder. Die will ich jetzt eigentlich nicht spielen. Nee, keine gute Idee. Ah, die ist schon echt eklig, da kann man sagen, was man will. Die würde ich jetzt einfach raushauen. Anderes fällt mir jetzt nicht ein. So. Und daraus könnte man eigentlich auch eine Spott machen. Machen wir aus beiden gleich Spott? Warum nicht? Und die ist noch da unten. Keine Ahnung, ist ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie geht's ja so. Ne? Nee, das passt schon. So, fertig. Okay. Dass er das jetzt damit macht, wundert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt KI. So gut, die kann man erstmal wieder ignorieren. Jetzt gehen wir ja echt noch einen Murloc rein. Das ist ja super, super witzig. So, die kann man erstmal wieder heilen, was gut ist. Meine Augen sind offen. Und jetzt, weiß ich nicht, ob wir die irgendwann nochmal sinnvoll ausspielen können. Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Hiermit gehe ich aufs Gesicht. Hier greife ich jetzt auch einfach mal an, ne? Würde ich sagen. Spiele ich die nochmal? Nee, auch nicht so cool. Ich hau jetzt einfach die noch raus. Und ganz ehrlich, ich bezweifle, dass er jemals nochmal vier Diener auf dem Feld hat, deswegen werde ich die jetzt auch gleich ausspielen. So. Warum? Also, dass er nicht die oder die zurückspielt, das verstehe ich wirklich nicht. So, okay, das ist genau die gleiche. Ja, aber ihm bringt das, wahrscheinlich, ihm bringt das mehr, die hier zu töten. Also müssten wir die irgendwie down bekommen, ohne dass die stirbt, idealerweise. Jetzt habe ich die hier nochmal, Alter, was geht denn? Gar nicht so leicht, also... Ich überlege noch, ob ich jetzt echt einfach aufs Gesicht gehen möchte. Gehe ich aufs Gesicht? Ja, ich gehe aufs Gesicht, Leute. Ja, die bringt uns halt wieder nichts. Geh jetzt hier einfach drauf. So, so, so. Ich denke, das ist das Beste. Viel hat er ja nicht mehr. Also, dass er die wieder zurückschickt, das ist jetzt... Wow, echt, er tötet die. Ich hätte gedacht, dass er die jetzt killt. Okay, dann ist das Ding auch schon wieder vorbei. Bam. Bam. Na gut, so schwierig war das jetzt wirklich nicht. Und das war jetzt bei weitem nicht optimal, aber... Auf jeden Fall sieht man daran, diese neuen Karten... Es sind nicht viele neue Karten erstmal, aber was die schon für einen Einfluss auf diesen ganzen Gameflow haben und so. Finde ich auf jeden Fall witzig und interessant. So, das hätten wir jetzt auch. Zurück. So, heroisch gäbe es halt dann noch, aber... Müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir schreiben, ob ihr da Lust habt, das auch noch zu sehen. Keltuzat hat seine Zitadelle stark aufgerüstet und ist bereit für die zweite Runde. Der ruhige Modus ist sehr schwer und nicht für zarte Gemüter.
Ich weiß leider jetzt nicht, was man da freischalten kann. Ich guck mal gerade, hier haben wir an sich alle Karten freigeschaltet, ne? Ja, die Truhe ist offen. Okay. Ab Woche 2 geht's dann mit solchen Vierteln weiter. Da muss man dann aber auch Eintritt bezahlen, also 700 Gold oder halt das in Euro umgerechnet. Und würde ich dann auch ein bisschen natürlich dann von eurem Interesse dann abhängig machen, ob ich das spiele oder nicht. Würde ich einfach mal so sagen. Gut Leute, ne? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. War jetzt wirklich nur ein kurzes Ding gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte Feedback und auch bitte einen Daumen. Und wenn ich merke, der Tenor ist doch so die Richtung, ja doch, ist ganz cool und so, mach bitte weiter, dann würde ich vielleicht dann auch die anderen Viertel auch noch spielen, sobald sie freigeschaltet sind. Aber wie gesagt, die kosten halt wirklich Eintritt und das ist gar nicht so billig. Also müssen wir mal gucken. Ne? Also bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.